Welche Nachteile hat E-Commerce für ein Unternehmen? Nachteile von E-Commerce für ein Unternehmen. Einer der Nachteile ist der Preiskampf für homogene Produkte. Homogen ist gleichartig. Also, wenn es um eine bestimmte Canon-Kamera geht, die ja genau bezeichnet ist, dann ist der einzige Unterschied der Preis. Vielleicht noch die Lieferzeit, aber das auch wirklich unter ferner liefen. Deswegen entsteht bei Produkten, die der Kunde für sich als gleichartig empfindet oder die gleichartig sind, sehr schnell ein Preiskampf. Und das heißt, der Kunde kauft immer beim billigsten Anbieter und einen solchen Preiskampf, dafür muss man sehr finanzstark sein, um sowas mitmachen zu können. Damit verbunden ist, die Kunden wechseln sehr schnell. Es ist also sehr schwer, im Internet so etwas wie eine Kundenbindung aufzubauen, denn der nächste Wettbewerber ist nur einen Klick weg. Und dann wechselt der Kunde einfach. Und Hackerangriffe. Hackerangriffe können ein Unternehmen lahmlegen. Ja, ganz klar. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.